Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass du dabei bist. Heute in diesem Video beantworte ich eine Frage, die ein Dauerbrenner war in den letzten 3 Wochen. Alles, was um das Kündigungsschreiben geht, nämlich die Fragen, was kommt denn da rein und an wem geht das Schreiben überhaupt und wie sieht es denn mit den Fristen aus? Diese Fragen werde ich dir jetzt heute in diesem Video beantworten und es geht hier um das Kündigungsschreiben für Beamte. Wenn du selbst eine Frage hast und merkst, dass du Sorgen, Ängste hast und nicht weiterkommst und den nächsten Schritt nicht machst, kannst du mir deine Frage sehr gerne unterhalb des Videos aufschreiben oder du machst es jetzt auch, wie viele andere es auch machen, du schreibst mir eine E-Mail an vg@viktoriagorbani.de, geht dann die E-Mail und da schreibst du einfach deine Frage und dann beantworte ich sie dir. So, das erstmal dazu. Und jetzt starten wir mal mit den allgemeinen Infos zu dem Kündigungsschreiben. Also dein Kündigungsschreiben für als Beamter heißt Antrag auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis. So heißt das Kündigungsschreiben für Beamte. Und das ist auch das, was du auf deinem Schreiben dann auch aufschreibst. Also so dieses früher als Betreff. Ein Betreff gibt es ja so in dem Form nicht, aber das ist das, was dann eben kommt, wo vorher eben Betreff kam. Und dann nochmal der zweite Punkt, der wichtig ist, du kannst diesen Antrag jederzeit stellen. Zu den Fristen werde ich noch am Ende noch was sagen. Es ist schon wichtig, dass du dir das auch nochmal anhörst zu den Fristen. Aber jetzt erstmal, das sind so die allgemeinen Infos. So, jetzt die Frage, was muss ich schreiben? Das Schreiben an sich ist ein formloses Schreiben, es ist ein offizielles Schreiben, also so aufgebaut wie ein Geschäftsbrief, so wirst du dann das Schreiben aufbauen. Inhaltlich kommt da rein, ich bitte Sie darum, mich zum ... aus dem Beamtenverhältnis zu entlassen. Und da schreibst du eben rein, ab wann du rausgehst. Das ist erstmal wichtig, dass du das aufschreibst, das ist das, was natürlich dein Dienstherr wissen muss. Ob du jetzt da reinschreibst, wieso, weshalb, warum, ist dir selbst überlassen. Du brauchst es nicht zu schreiben, damit der Antrag jetzt bewilligt wird oder damit der Antrag rechtlich korrekt ist. Das ist, muss nicht sein. Also das brauchst du nicht. Nur diesen ersten Satz, den ich gesagt habe, der muss natürlich drinstehen, weil sie müssen ja wissen, was du willst und zu wann du es willst. So, das jetzt erstmal dazu. So, und dann geht es dann darum, dann zu sagen, wohin geht es denn? Also an wem geht denn die Kündigung? Deine Kündigung, also dein Antrag geht über den Dienstweg an die Behörde, an deinen Personalsachbearbeiter bei der Behörde. Und Dienst über den Dienstweg heißt ja, dass du deinen Antrag erstmal bei deiner Schulleitung abgibst. Also entweder den Schulleiter oder Schulleiterin abgibst und die leiten das Ganze dann weiter. Und das ist auch wichtig, dass du das wirklich einhältst. Also diesen Dienstweg solltest du einhalten. Also du weißt ja selbst als Beamter, als Lehrer, wie wichtig das ist. So ein Dienstweg, so eine Hierarchie ist nun mal da an der Schule und die sollte auch beibehalten werden. So, also das solltest du auf jeden Fall machen. Über den Dienstweg solltest du das an deiner Schulleitung weiter oder über die Schulleitung dann weiter an die Behörde schicken und dementsprechend steht dann natürlich auch in deinem Schreiben, sehr geehrter Herr Schulleiter oder Frau Schulleiterin, sehr geehrte Frau Sachbearbeiterin oder Herr Sachbearbeiter, also beide Namen sollten sowohl da sein, also sowohl von Schulleiterin oder Schulleiter oder Sachbearbeiterin sollte drinstehen in deinem Antrag, also als Anrede. So, also das ist schon mal dazu, an wem das Ganze geht. Dann die Fristen. Bei den Fristen ist es so, dass dein Antrag, es ist ja ein Antrag, natürlich auch, es ist so, dass der Antrag zwar nicht abgelehnt wird, sondern es ist so, dass der Antrag um maximal 3 Monate hinausgeschoben werden kann, damit du ordnungsgemäß deine Aufgaben erledigst. Bei Lehrern ist es so, dass auch, abgesehen von diesen 3 Monaten, es auch sein kann, dass, also rechtlich besteht die Möglichkeit, dass dann dein Dienstherr sagt, arbeiten Sie noch bis zum Ende des nächsten Schulhalbjahres. Das heißt, wenn du jetzt zu Oktober kündigst, kann es sein, dass die dann sagen, rein theoretisch, rechtlich wäre es möglich, dass sie sagen, nee, sie müssen bis zum 31.01. bleiben und erst ab dem 1.02. können sie raus. Das ist ja dann, wäre ja dann zum Ende des nächsten Schulhalbjahres. Es ist möglich, so zu machen. Praktisch habe ich das so bisher nicht erlebt. Das, was ich jetzt einmalig also erlebt habe, das ist das erste Mal gewesen, dass ein Schulleiter in Absprache mit der Lehrkraft, und die Lehrkraft hat es auch bejaht,
dann es dazu gekommen ist, dass die Lehrkraft gesagt hat, okay, ich gehe dann 2 Monate später raus. Das kann sein, dass dein Schulleiter dich fragt, ob du nicht bereit wärst, 2 Monate oder 3 Monate länger zu arbeiten. Das ist möglich, gerade in einem Fall, wo du wirklich sehr kurzfristig dann den Antrag abgibst und du jetzt schon zum 1.8. raus willst, dann kann es dazu kommen. Also wenn du jetzt zum Beispiel in den Ferien deinen Antrag stellen solltest oder in einigen Bundesländern sind ja jetzt noch, sind ja noch gar keine Ferien, also da könnte es ja immer noch sein, also wenn du jetzt deinen Antrag stellst, das sind so in einigen Bundesländern noch 3-4 Wochen bis zu den Sommerferien, wenn du innerhalb dieser Zeit dann zum Ende des Schulhalbjahres dann kündigen willst, kann es natürlich schon sein, dass dein Schulleiter dich fragt, ob du nicht 2-3 Monate länger arbeiten möchtest, also oder vielleicht sogar bis Ende Januar. Ist möglich, ist meist in Absprache. Was aber ganz, ganz wichtig ist, was ich dir wirklich wärmstens empfehle, ist, dass du selber darüber nachdenkst, wie du die Schule verlassen willst. Möchtest du in Frieden und Freude die Schule verlassen oder ist dir das egal, wie du die Schule verlässt? Weil das ist natürlich auch etwas Wichtiges, wenn du dann so einfach so mal schnell, schnell, ich möchte auf jeden Fall raus und es ist mir egal wie, dann ist es dann auch, könntest du auch solche Anfragen, die vielleicht von deinem Schulleiter kommen, auch verneinen. Und ich gehe davon aus, rein theoretisch, aus den unterschiedlichsten Gründen, rein praktisch würde dann wahrscheinlich auch dein Schulleiter nicht sagen, ja, bleib denn. Jemand, der nicht bleiben will, den zu zwingen zu bleiben, ist nicht sinnvoll. So, das jetzt aber zu den Fristen. So, jetzt hast du alles, was du brauchst. Und wenn du jetzt denkst, na, so weit bist du jetzt noch gar nicht, du suchst noch nach einer Alternative, du willst erstmal wissen, was du überhaupt danach machen sollst, dann empfehle ich dir jetzt, dir diese Videos hier anzuschauen. Da haben wir zusammen ja echt ganz, ganz oft miteinander über die Alternative gesprochen. War ja auch in den letzten Wochen sehr intensiv hier, dass wir über die Alternative gesprochen haben. Und ich habe auch gestern noch mal eine Podcast-Folge veröffentlicht. Da geht es dann um 3 fatale Fehler, die du nicht machen solltest, die du wirklich nicht machen solltest, absolut vermeiden solltest, wenn du jetzt auf der Suche nach deiner Alternative bist. Und dass sie fatal sind, weiß ich aus eigener Erfahrung. Also hör dir auf jeden Fall die Podcast-Folge auch an. Den Link dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Da kannst du dir die Podcast-Folge anhören und sonst schau dir die Videos dann, die du dann eben findest bei den ganzen Alternativen. So, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.